Uschi, wir sind heute bei Käfer. Und warum sind wir eigentlich hier? Wir sind hier, weil wir exklusiv das neueste Bild von Sir Henry präsentieren. Mit der Galeristin, die ist hier anwesend, und auch der Künstler, der den Henry gemalt hat. So schön, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Das ist so, als hätte er ihn gekannt, aber er hat ihn leider nicht mehr kennengelernt. Und du bist mit der Galeristin, wie seid ihr zusammengekommen? Ja, das war ganz witzig, du. Wir waren zusammen in einer Entgiftungskur. Da haben wir uns wir kannten uns überhaupt nicht, da haben wir uns zufälligerweise getroffen. Ich meine, das siehst du bei ihr, aber bei mir nicht so mit der Wirkung. Aber ich habe es auch irgendwie genossen. Und ich habe sie immer beneidet, wie sie auch da saß und hat das bisschen da gegessen, was es da gab. Und wir haben uns angelächelt. Die anderen Leute waren alle so ernst, die da saßen. Und dadurch haben wir uns näher kennengelernt, angesprochen. Und da schmolz sofort das Eis, was man da hatte normalerweise in diesem Restaurant. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie eine Galerie hat in Ulm. Und ja, das faszinierte mich. Und ich hatte ja mein Möpschen dabei, also nicht den Henry, sondern den Willi. Und da kam bei ihr sofort die Idee, da könnte man doch mal was zusammen machen, weil sie sich sehr stark auch engagierte im Tierschutz für arme Tiere, für arme Hunde. Und sie wusste das von mir, vom Hörensagen. Und da sagte sie, lassen Sie uns doch mal was zusammen machen. Und da dachte sie sofort an den Künstler hier und an René und sagte, Menschenskinder, wäre ideal, ich spreche mit ihm. Vielleicht kann er ja Henry malen. Und so entstand die Geschichte. Erzähl doch mal was zu deiner Galerie oder deinen Galerien. Du hast ja gleich zwei. Ne? Ja, genau. Also seit anderthalb Jahren ist eine zweite Dépendance dazugekommen, worüber ich mich sehr freue. Und die Idee, dass wir zwei uns durch so einen Zufall in unserem Kuraufenthalt treffen und dann über eine gemeinsame Leidenschaft im Tierschutz da zu so einem tollen Kunstprojekt gekommen sind, ist schon wirklich was Besonderes. Und in dem Zuge ist es natürlich immer schön, wenn man dann jemanden im Bunde findet, nämlich unserem Künstler, den Van Ray, der dann bereit war zu sagen, okay, wisst ihr was, ich finde die Idee super und den Ansatz toll und ich würde gern part of it sein. Und so haben wir eben zu dritt dieses I Don't Give a Puck Projekt versucht umzusetzen und dem Henry angemessenerweise nochmal die Möglichkeit gegeben, ja, als Kunstwerk weiter existieren und leben zu dürfen. Ray, du machst so poppige Sachen, wie wir jetzt gesehen haben? Jetzt nicht unbedingt nur so poppige Sachen. Also ich glaube, das ist für die Aktion jetzt ganz cool. Und ich finde auch, dass das so den Zweck gut erfüllt. Aber ansonsten muss es nicht unbedingt so poppig sein. Ich habe so ein Faible für Materialitäten, Stahl, Plexiglas, gerne auch aufgebördelt und komme so ursprünglich aus dem Graffiti-Bereich. Also von daher muss es nicht zwangsläufig poppig sein, aber so ein paar Drips. Und ja, die können nicht schaden. Das ist ja vom Material auch ganz interessant gemacht, ne? Ja, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Also da habe ich so Spaß dran. Also ich mag das, mit Materialien zu arbeiten. Gerade das Thema Stahl hat es mir seit vielen Jahren angetan. Ich mag irgendwie diese Schwere, auf der anderen Seite aber auch diese tolle Haptik, die das dann hat, wenn man das dann ankorrodieren lässt oder mit verschiedenen Flüssigmetallen behandelt etc. Und ja, ich mag das Medium sehr, aber auch andere Geschichten. Also ich arbeite ja auch mit, weiß nicht, alten Tanksäulen und alles, was so eine schöne Patina erzeugt, eine eigene Geschichte mitbringt. Das finde ich spannend. Was habt ihr denn noch vor mit den Bildern in dem Jahr? Tja, achso. Nein. Dass wir zunächst, gibt es nochmal eine tolle Vernissage. Das heißt, wir hatten ja alles geplant, das musste ja leider storniert werden. Und das kommt wieder in diesem Jahr. Und dass wir hoffen, dass eine Menge Leute diese Bilder kaufen, damit wir da schön Geld reinbekommen für diese armen Tiere. Und das ist erstmal der Anfang. Und ich denke mal, wir können da beide zusammen eine Menge mit erreichen. Das ist unser Ziel. Ja, es ist... Verzeihung. Nein, es ist einfach total schön zu sehen, dass wenn man irgendwie sowas als Team zusammen umsetzt, was da alles erreicht werden kann. Und manchmal sind es ja die kleinen Dinge im Leben, die Großes bewirken können. Und auch unser Ansatz mit diesem Kunstwerk und dieser Idee zusammen mit I Don't Give a Puck, denken wir, dass wir da was Schönes zusammen umgesetzt haben und hoffentlich den Tieren was Schönes mitgeben können. In Ulm wird es eine Vernissage geben. Ich hoffe, dass ganz viele Leute kommen und die Bilder kaufen von Henry. Und der Erlös, also 50%, geht zugunsten des Tierschutzes. Und da engagieren wir uns noch sehr, sehr stark eben,
dass es so viele Leute gibt, dass alle Bilder ausverkauft sind.